So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Update-Video. Ich habe 4 Abonnenten hinzubekommen in der Zeit, wo ich nichts geuploadet habe. Das ist doch, dass ich, also ich glaube, das ist schon mal recht gut. Ich habe jetzt in letzter Zeit gar kein Video rausgebracht. Nicht, weil ich keinen Bock habe oder so. Ich habe schon Bock, aber ich muss halt warten. Und zwar hier auf Yandere Simulator. Ich habe gedacht, komm. Du fühlst dich schuldig, mach ein Video über den aktuellen Prozess von Yandere Simulator, weil es gibt bestimmt da draußen Leute, die verfolgen das nicht so aktiv wie ich. Denn Yandere Dev bringt aktuell daily ein Update raus. So, erstmal, ich mag dieses Bild mega, weil ich mag den Gesichtsausdruck. Ja. So, was ist hier also los? Er hat am 15. kein Update rausgebracht. Das hat den Grund, weil er aktuell an einem großen Update arbeitet. So, und dazu bringt er jedes Mal Bildmaterial hinzu, zu jedem Tag, der über über die normale Zeitzone geht, wo er es eigentlich veröffentlicht. Und hier haben wir auch schon ein neues Mädchen mit komischer Frisur. Sie ist ein, ich glaube, wie nennt man das, Guru-Mädchen? Weil sie halt ausländisch ist, oder sie ist eine dieser Mädchen in Japan, die sich halt ins Solarium werfen, die so orangen Haut bekommen und sich gegen die japanische Tradition wenden, so in dem Sinne. Es gibt ja auch solche, ne? Das sind bei uns diese, ja, wie sollen wir sagen, diese Assi-Weiber, nur dass diese immer noch ein ganzes Stück weit besser sind als die hier in Europa. Okay. Also. Das ist erstmal das Erste, was ich bekommen habe. Und dann, der nächste Tag, da dachte ich mir so, oh shit. Eine fucking Kamera unten im Keller. Und ich dachte mir schon, okay, wohin könnte das führen? Und ich sah dann das hier und dachte mir so, oh, wir können Amateur-BDSM-Pornos drehen. Woo! Und es gibt hier Katzen. Hier, da. Katzenstockings. Geile Scheiße auf jeden Fall. Ich freue mich mega drauf. Ich bin so gespannt, was da kommen wird. Und es geht ja noch weiter. Und zwar hier. Man weiß nicht, ob es das Haus von Kokona ist oder ob es das Haus von Yandere-chan ist. Man sieht eben nur, da hinten ist Kokona und da ist Yandere-chan. Es könnte das Haus von Yandere-chan sein, weil es ist so aufgeräumt und ist so sauber. Aber gut, das sind japanische Häuser, denke ich, im Allgemeinen. Im Anime sieht man es ja auch nicht anders. Aber es wirkt schon fast zu sauber. Und das würde tatsächlich der These widersprechen, die Yandere-Dev damals gesagt hat. Und zwar, dass Yandere-chan so gesehen nie andere Zimmer ihres Hauses begehen kann, weil er dafür keinen Sinn sieht. Ich meine, ja, warum sollte man außerhalb ihres Zimmers gehen, wenn man doch im Zimmer alles erledigen kann? Nun gut, das hat er wohl einen Grund gefunden, es außerhalb des Zimmers zu machen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich geil, wenn das hier andeuten würde, dass man auch andere Mitschüler besuchen kann und dass sich die Stadt auch irgendwann mal weiterentwickelt und interaktiv wird und dass man auch mal so hier und da mal Leute besuchen kann, wenn man weiß, wo die wohnen. Ja, der Grund, weshalb es gerade stockt, er möchte ein Mega-Update rausbringen mit einer Cutscene. Die erste Cutscene, also die erste Zwischensequenz, und diese soll geschlagene 3 Minuten gehen. So, jetzt ist er aber nicht der Mega-Animator und braucht dafür Hilfe von außen. Jetzt hat er zwei professionelle Animateure und lässt die jetzt die ersten 15 Sekunden machen. Und anhand dessen, wer die 15 Sekunden besser gemacht hat, in seiner Hinsicht, der bekommt dann die Aufgabe. Und dann kommen halt noch die Synchronsprecher dazu und so weiter und so fort. Das heißt, das nächste Update wäre im Grunde schon fertig, es fehlt nur noch diese Cutscene. Und dann wäre es eigentlich schon fertig. Aber er hat gesagt, während das gemacht wird, macht er noch viele andere Dinge. Zum Beispiel den Lehrern eine tägliche Routine geben. Es reinprogrammieren, dass man gegen
Lehrer gewinnen kann. Das hat noch weiter updaten, noch mehr Soundtrack einfügen, beziehungsweise den Kasten-Soundtrack einfügen über dein Yandere-chans Telefon und so weiter und so fort. Er hat hier einen recht langen Text geschrieben, kann man sich mal durchlesen. Weil, ja, die nächste Elimination Method besteht daraus: Perform a task of a certain student, have an important conversation with someone, perform a task for a different student, perform a kidnapping, utilize a new gameplay mechanic in your basement, Amateurporn, have a text message conversation with someone, watch an interactive cutscene where the player is presented with an important choice. Oh, Skype, ja. Auch geil hier bei Skype, ne? Keine Ahnung, wurde ich irgendwie gehackt? Keine Ahnung. Und dann habe ich an all meine Kontakte hier so einen Link geschickt. Und ich dachte mir so, what the fuck is going on? Naja. So. Und irgendwie laden diese Videos nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. In diesem Video hätte man gesehen eine neue Methode des Sterbens. Das sah entweder aus, als würde Säure über eingekippt werden, oder als würde jemand verbrennen. Und dazu wollte ich jetzt eigentlich noch so ein kleines Video machen. Und zwar sah das so richtig witzig aus, das hätte ich dann mit Linkin Park Crawling unterlegt. Weil es einfach so witzig aussah. Als würde, ja. So, unsere liebe Frau großbrüstige Schulleiterin hat jetzt auch eine neue Animation bekommen. Und zwar tippt sie auf ihrem Laptop. Und hier auf dem Bild sieht man, wenn man mal genau hinguckt, STG Plus, das hier ist die Schülerliste von Yandere.dev. Das ist hier die Liste, in der alle Schülerinnen und Schüler von Yandere Simulator untergebracht hat. Hier diese dunkelfarbigen sind die vom Okkultclub. Falls man sich wundert. So, jetzt muss ich hier nur. Zoom, Zoom, Zoom-Ansicht, Zoom, Zoom, normal. So, gut. Ja. Dann hier eine kleine Quick-Preview. Und zwar hat er es ja schon mal angekündigt, dass man im Gardening Club die Leute dann vergraben kann. Was auch sehr interessant wird. Wobei ich mich frage, ob das auch gut gebalanced werden kann, weil sonst, ja, ich töte den und, ja. Und dann kam nochmal etwas hinzu. Eine Inspiration aus dem letzten Hitman-Game. Und zwar, ja, eine Holzhäckselmaschine. Und ja, da schmeißt man einfach einen Körper rein und dann bekommt man hier lecker, lecker Tomatensuppe. Das ist, ja, saubere Sache. Und dann hier einen sehr langen Post von Yandere.dev, der aber seine Daseinsberechtigung hat. Und zwar erklärt er in diesem Post, woher diese Charaktere kommen. Und zwar straight from the Unity Shop. Können wir hier gerade mal gucken. Und zwar heißt unsere Charakterin, unsere Yandere-chan, in Wahrheit, wo steht's? Aoi Kiryu. Was sich so anhört wie I kill you. Was für ein passender Name für ein Yandere-Model. Ja. Auf jeden Fall ist das das Model, das man hier kaufen kann für $35. Weshalb sich auch Leute manchmal wundern, wieso es diesen Charakter auch noch in anderen Unity-Spielen gibt, die mit Anime-Fokus. Ja, es liegt einfach daran, weil es ein frei erwerblicher Charakter ist. Genauso wie Rival-chan, genauso wie Senpai, genauso wie die Succubus-Schwestern. Sie alle kommen hier aus dem Shop. Hier zwei Charaktermodels für 5. Okay, gut, der Yandere-chan hat 35 gekostet. Ja. Was eben das Problem war, er konnte nichts wirklich hinzufügen. Er konnte die Dinge nicht komplett überarbeiten, diese Models. Das war sein großes Problem, denn er wollte jeden Schüler individuell gestalten und einzigartig machen. Und das sollen wir später auch können mit dem Charakter-Editor.
Und er hat bisher nie die Lösung gefunden, wie er es hätte machen können, eigene Sachen da reinzubringen. Also eigene Uniform, eigene, ja gut, Hairstyles funktioniert ja schon, aber einfach die ganzen anderen Dinge, das hat einfach nicht so klappen wollen. Und jetzt hat ihn ein Unity-Programmeur oder Programmierer kontaktiert, der sehr viel Erfahrung damit hat, und hat ihm das mal so kurz erklärt. Innerhalb von 24 Stunden war dann die Sache erledigt und ja, sein Character Designer und Model Creator, wie heißt der? Trelboso, der Typ, der die ganzen Hairstyles und Clothings macht, der hat jetzt mehr Spielraum und Yandere Dev kann jetzt auch einfach mehr einfügen. Und ja, er hat sie angedeutet, sein nächstes Easter Egg Outfit wird wohl das hier sein. Ich freue mich so. Kamisen-Kitzel. Oh, das wird richtig geil. Das wird richtig super. Und ja, er hat das schon versucht mit Senketsu. Und was dabei halt rauskam, war ein Retexture. Und das sieht so schlecht aus. Das sieht einfach so. nee. Du, nee. Das ist richtig schlimm. Ja, und das ist auf jeden Fall hier so der aktuelle Status von Yandere Simulator. Und ich. Wow, also das nächste Update wird gigantisch. Das wird vermutlich das größte Update, das bisher rauskam. Und ich freue mich so mega drauf, ohne Scheiß. Es geht immer mehr Richtung, ja, Richtung das Spiel, was es später mal sein möchte. Jetzt muss er nur noch das Spiel ordentlich performen. Dass es auch die ganzen Schülerinnen und Schüler berechnen kann, dass es nicht so irgendwie bei 10 Frames ständig abkackt. Nun gut, Leute. Das war eigentlich schon das. Ein Video ohne viel Aufwand. ich werde vermutlich demnächst noch was aufnehmen, was nicht mit Yandere Simulator zu tun hat. Vermutlich auch ohne Voice oder so. Sondern einfach etwas, das ich mal so zwischendurch mache. Aufgrund eines Vorschlags von Benji-kun. Ja. Gut, auf jeden Fall. Dann sieht man sich oder hört man sich demnächst wohl beim Update von Yandere Sim. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und so weiter. Ne?